Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Ich überlege gerade, ich glaube, ich spiele mal Fiesta. Oh. Welcome to Nova. Das gefällt mir ganz gut. Wir suchen Katze vorne hin. Hier nehme ich die Atome mit oder ich behalte doch die, je nachdem. Statt dem Tor auf jeden Fall den Fürst des Todes. Ich könnte statt den Harpyen die mitnehmen. Aber ich will ja verkacken. Von daher macht es nicht so viel Sinn. Ich behalte es so, wie es ist. Ich kann ja auch noch mal rollen. Ich werde jetzt hier erstmal zwei Katzen hinsetzen. Die werden das schon für mich abwehren. Im besten Fall verkacke ich so ein bisschen was. Okay, hier drüben sind Angler. Da ist ein Metzger mit Schleim. Bone Crusher. Ja, sehr gut. Zwei kleine sind durchgekommen. Es gab schon mal die erste Knete. Der kriegt jetzt schon mal eine schöne Stecke rein für seinen Bone Crusher. Ich könnte schon mal eine Harpie hinsetzen. Oder zwei. Ich geh mal mit einer. Ich gehe mal mit einer Harpie, mal gucken. Wir wollen ja nicht zu viel am Leben lassen. Okay, er hat was dazu gebaut. Mehr Knochenkrieger und Bazooka. Er hat gut gehalten. Jetzt werde ich ein paar Upgrades in meine Katzen stecken. Oder ihn hier. Ich baue lieber ihn. Der hält die Katzen auch noch ein bisschen hoch. Und hoffen wir mal, dass es gerade so genug Schaden macht, dass ich ein bisschen was verliere. Ja, die Einheiten sind noch zu schwach. Healing ist zu stark. Komm einfach zu Rocker. Der hat aber ordentlich verkackt. Da ist gut was durchgekommen. So, wir brauchen Stich. Das heißt, Harpien hinsetzen und ganz, ganz viele Worker bauen, einfach damit die Fiesta gut ausgenutzt wird. Ach du Scheiße. Da wird er einen Metzger reinstellen, nicht wahr? Holen. Mehr Worker holen.
Ich halte es so gut aktuell noch. Es gefällt mir nicht. Okay, hat jetzt auch Harpien gebaut. Ich mach mal eine Aufwertung rein in die Katzen. Marschschaden habe ich jetzt nur mein Seepferdchen. Was soll da zumindest reichen, um den großen Down zu kriegen? Der Rest ist mir ja relativ egal. Ja, war vielleicht ein bisschen zu viel, was durchgekommen ist. Off to work. Aber es macht nichts. Ich sorge dafür, dass mein Team mehr Knete kriegt. Und ich auch. Aber wir können eigentlich noch eins hinstellen. Harpien sind mit dabei. Aber gucken wir mal hier drüben. Er hat 3 Harpien, 1 Bone Crusher, Bazooka und Nuakia und einen Archer. Und der Bone Crusher ist schnell down. Ja. Hat einen Dino geschickt. Oh, komm schon, die beiden. Mach die beiden noch weg. Alter, 3 Leben. Das ist mir ein bisschen zu viel, was da durchgekommen ist. Jetzt können wir natürlich die Katze aufwerten. Das macht am meisten Sinn. Die hält ja am meisten aus mit der Account-Verteidigung und macht dann auch den Schaden, den ich brauche. So, ich werde wahrscheinlich auf dem Großvater ein bisschen mehr schicken. Oh, er hat 3 Äxte mir reingeknallt. Ja, ist blockig. Kann ich ruhig noch 2 Worker holen. Hier ist tatsächlich mehr. Gerade bei Fiesta. Wenn wir so schnell wie möglich, so viele wie möglich haben. Werte dich auf. Ja, wir stecken hier mal noch ein bisschen was rein. So. Sollte reichen. Die hielt sich dann hoch. Das hielt die noch hoch. Gegenangriff ist natürlich mega geil, wenn man Fiesta spielt. Dann kriege ich jedes Mal 55 Mythium, wenn ich durchlasse. Ah, die ist schon ganz schön aufgewertet. Ja, Worker. Immer Worker holen. Ich habe schon 21.
So. Bisschen Aufprallschaden haben wir nicht. Nur die. Off to work. Machen wir so. 22 Worker sind schon mal da. Aber er hält auch mit 1085 schon gut aus, ne? Kommt auf jeden Fall was durch. Okay, einer ist noch weg, das ist okay. Ich bin blau, das ist meiner. Ich bin durchgekommen. Sehr gut. Schon mal einen Tragen rein für die ganzen Harfchen. Könnten tatsächlich nur so reinstellen. Und dann machen wir das so. Also die Welle würde ich tatsächlich halten. Beziehungsweise mit Mini-Leben. Ist das schon okay, wenn ein bisschen Leben durchkommt? Aber das ist immer so eine Sache. Ob das wirklich hier so funktioniert? Ein Pyro hat eingesetzt. Okay, er hat viel Flächenschaden dann. Und den hab ich noch. So, jetzt kann ich neue Worker holen. Die Gegner haben ganz schön verkackt. Er hat Mini-Leben noch. So. Wir nehmen das. Fürst des Todes hier hin. Fertig. Alter, ich hab schon 31 Worker. Oh. Ja, wenn der Pyro schnell down geht, dann sieht es bei ihm auch übel aus. Schauen mal. Drei Pyros hat er jetzt, okay. Die halten natürlich dann ein bisschen mehr aus. Sieht hier drüben aus. Ja, halte ich zu viel. Ich bin durchgekommen. Hahaha. So, ich werde jetzt die Katze aufwerten. Eine Harpie. Oder ich baue lieber einfach nochmal zwei hin, dann kann ich schon mehr Rocker holen. Oder drei. Ja, machen wir drei. Weil ich möchte ja verlieren, damit ich gerade noch mehr Mysium kriege durch den Gegenangriff. Da will ich ja gar nicht halten. So, so ran. Okay, das werde ich auch auf keinen Fall halten. Es waren 420, die er mir geschickt hat.
Jetzt schicke ich ihm Dick. Bei nächster Runde können seine HP ein wenig. Dann noch ein bisschen Magieschaden damit reinpacken. Oder Stich. Mal sehen. So. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Kneter. Was könnte ich noch schicken? Ein Drachen noch mit rein und ein Robo. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Magieschaden mit drin. Warum habe ich denn hier zwei Moles? Da habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Riesenschwein. Okay, er wehrt ab. Bei mir sieht es aber auch danach aus, als wehre ich ab. Ja. ...61 Worker, Runde 13. Das Fett. So, wir könnten jetzt... auch ein bisschen Aufprallschaden. Ich roll mal. Dann kann ich nämlich die Stufe 1 Einheit schon mal rausnehmen. Wir machen das so. Und dann werde ich einfach schon mal Fürsten hinpacken. Die bringen zwar diese Runde jetzt nicht so viel, aber vielleicht verkacke ich ja. Das ist gar nicht verkehrt. Ja, da werde ich verkacken. Das ist aber sehr gut. Gibt zwar noch viel Kleinkram, aber das ist auf jeden Fall schon mal top. Oh, holy shit, ich habe schon übelst viel. Das wird für ihn böse enden. Ich kann auf jeden Fall hier einmal so eine hinstellen. Dann baue ich darum noch mal ein paar Fürsten. Könnte ich hier auch noch mal eine hinstellen. Holy shit. Holy shit. 75 Worker. Ich hab ihm übelst fett geschickt. Der Kraken wird das natürlich alles ab durch die ganzen Büros. Der verkackt richtig fett. Ich hab gewehrt, ja. Mehr Worker. Hat wirklich ordentlich durchgelassen. So gefällt mir das. So, die baue ich auf. Die kann ich auch aufbauen.
könnte ich hier drüben mal ein paar Schleime noch hinsetzen. Ich mach das mal so. Dann wird auf jeden Fall ordentlich verteidigt. Alter, 1240. Das ist wirklich nicht ohne, was er hier mir schickt. Ich muss auf jeden Fall mehr hinstellen, also ein bisschen mehr. So, wir brauchen Stich. Das sollte klappen. Das sollte auf jeden Fall klappen. Ja, hat mir wieder 1200 geschickt. Gut, dass ich ein bisschen mehr gebaut habe diesmal. Das stimmt schon, ein bisschen Frontline fehlt mir halt, ne? Ganze Zeit kleine Scheiße rum. Und abgewehrt, hä? Hellblau, ja. Warum hat er abgewehrt? Das ist ganz unten. Wir machen das. So. Das sollte erstmal hinhauen. Mit hier 760. War nur Autosend. Mit dem MPS, die halten halt übelst viel aus, ne? Die machen ganz schön was weg. Gut, dann sparen wir. Ich habe auf jeden Fall genug Worker. Bisschen mehr Tanks muss ich hinstellen.
Jetzt bin ich immer noch 210 drunter. Und dann schickt er wieder eine richtig fette Bombe jetzt wahrscheinlich die Runde. Los geht. Ich dachte, es ist mehr. Könnte ich sogar alles abwehren. Alles geblockt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen mehr Frontline aufbaue. Gerade die Schleime sind natürlich unheimlich günstig. Deswegen werde ich davon noch ganz viele hinstellen. Gerade wenn die sich dann aufteilen in die drei Kleinschleimer, halten die wirklich unheimlich viel aus. Dann kann ich nächste Runde noch die Fürsten hier aufwerten, die hier vorne stehen. Ich würde tatsächlich jetzt senden. Okay, Risiko. Ja, okay, okay, okay. Das sind wirklich sehr viele Pyros. So, jetzt werden wir hier die guten Mann noch auf. Oh, genau 5 Piepen noch übrig, das ist gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir die Runde überstehen und in der nächste Runde ordentlich reinballern. Mit einem Haufen Kraken. Viele Schweine hat er. Viele Pyros. Hm. Okay. Das heißt, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss einfach einen Haufen Kraken reinhauen. Die machen schon die halbe Miete aus. Hm. Könnte ich noch schicken. Hexen gehen eigentlich immer. ...2960. Hast nur Stichler geschickt. Er hat fast 5000 von mir bekommen. Das kann ich nicht mehr lange halten. Sehr gut. Der ist schon down. Aufgabe erfüllt. Ich halte noch gut gegen. Es lebt nur noch einer. Ah, hat einer gehalten. Aber der sollte schnell down sein. Nö, ich gebe nicht auf. Das Game ist doch eh zu Ende. Ja. Der eine, der gehalten hat, hat das Game gewonnen. Ich habe gesagt, wir hätten auf 21 schicken sollen. Ja gut, war interessant, Fiesta mit Gegenangriff zu spielen.
War gar nicht schlecht. Er hat auch Fiesta gehabt. Holy shit. Ja gut. Dann war's das mit einer weiteren Runde Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.